Match Nummer 9. Ich bitte zu Tisch die beiden Referees, Justin und Rambo. Er kommt aus dem tiefsten Süden von Deutschland. Für den ASV Germania Freiburg. Mit 75 Kilo. Mit einem fetten Applaus begrüßt bitte Ferman Üzüz! Dambach für Over the Top Hanau mit 82 Kilogramm. Und einem fetten Applaus begrüßt mit mir René Fries. Beiden Athleten von auswärts zum 9. und vorletzten Match des Tages. Mit mir am Kommentatortisch sitzt nun Kevin Wolf. Ja, servus. Ja, man sagt ja so schön, das Beste kommt zum Schluss. Das trifft auf die zwei hier ganz besonders zu. Das ist wirklich Germans Finest hier. Lasst euch von dem leichten Gewicht von den zwei nicht täuschen. Der steckt richtig Power dahinter. Go! Da habt ihr es gesehen. Erste Runde geht gleich an Ferman. Ferman kommt ursprünglich aus der Türkei. Schon sein Vater hat Armwrestling gemacht. Ferman ist auch Junior-Weltmeister, also unter 21. Also hier ist auf jeden Fall Qualität am Tisch. Auf der anderen Seite René aus Hanau ist dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft auf den zweiten Platz gekommen. Einzig allein Weltmeister Matthias Schlitte vor ihm. Hier sieht man auch schön zwei unterschiedliche Arten zu drücken. Ferman, jemand, der sehr schnell ins Match kommt, einen schnellen Start versucht. René, der ein bisschen die technischere Herangehensweise hat, auch gerne in den Hook geht. Ja, wir sind hier auf einem hohen Niveau, wie wir gerade gehört haben. Zweiter Platz in der Deutschen. Und schon generationsübergreifender Armwrestler, auch bekannt in der deutschen Armwrestling-Szene. Das Match geht schnell los mit einem direkten Flash-Spin. Gucken, ob René sich diesmal halten kann und Ferman auffangen kann mit dieser explosiven Kraft. Es bleibt spannend. Die Taktik von René muss auf jeden Fall sein, Ferman irgendwie zu stoppen. Wenn er ihn irgendwie stoppen kann auf dem Weg zum Pad, kann es ein interessantes Match werden. Das ist jetzt natürlich eine technische Herausforderung für René. Man sieht aber, wie schnell Ferman überhaupt ist. Das ist richtig krass. Go! Slip! Beide haben jetzt eine andere Herangehensweise. Beide haben Top-Roll versucht, sind auseinandergerutscht. Jetzt kommt wieder der Strap. Jetzt wird es natürlich interessant, ob der Strap irgendwas verändert an den Voraussetzungen. Generell kann man sagen, dass der Strap eher den stärkeren Mann bevorzugt. Das bringt der Strap einfach so mit sich. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wer von den beiden der stärkere ist. Deswegen müssen wir es einfach rausfinden. Josia gibt einen qualifizierten Kommentar von der Seite und sagt, Ferman ist stärker. Doch das wird sich jetzt beweisen. Ferman hat auf jeden Fall vom Gewicht her etwas weniger auf den Rippen. Das heißt, vielleicht kann René hier doch noch mit Power überzeugen. Wir sind gespannt.
Die Athleten werden jetzt von unserem Hauptref Rambo ausgerichtet. Auch ein famoser Armwrestler hier in Deutschland. René auf jeden Fall top motiviert. Es geht hier um seine Lieblingsmahlzeit, Bier. Da will er so viel wie möglich mit nach Hause nehmen. Go! Es geht los. Yep, René hat Power und schafft es, Fährmann zu pinnen. 1:1! Wir kommen raus aus unserem 3:0-Fluch und es bleibt spannend unter den beiden Meistern. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Der Strap kann oft die Wendung im Kampf bedeuten. Der Strap verändert oft die Voraussetzungen, die Hände greifen sich anders, die Muskeln kommen anders ins Spiel. Und hier hat man jetzt schön gesehen, dass der Strap auch mal schnell im Match komplett in die andere Richtung schwingen kann. Ich bin gespannt, ob Fährmann jetzt in der dritten Runde versucht, nochmal ins Strap zu kommen oder ob er es ohne versucht. Das wäre jetzt ganz interessant. René in der anderen Hand wird natürlich jetzt versuchen, wieder ins Strap reinzukommen. Wobei wir auch aufwachen müssen, denn ein deutlich absichtlicher Slip wird als Foul gewertet. Das heißt, man kann nicht einfach quasi das Handgelenk aufgeben und rausslippen, wie man möchte. Man muss schon standhalten. Da gibt es auf jeden Fall Mittel und Wege. Ja, das definitiv. Ganz interessant auch zu sehen, bei René Fries in der Ecke, Fabian Teger, mehrfacher Weltmeister in der Gewichtsklasse bis 65 Kilo. Manchmal auch 63. Und die Lichter fokussieren wieder auf den Tisch. Es geht in Runde 3, steht 1:1 und bleibt spannend. Wer kann sich jetzt nun den Vorteil erarbeiten? Athleten können ihren Grip selber finden. Achtet jetzt mal drauf, wer von den Zweiten versucht, ins Strap zu kommen und wer nicht. Die Knöchel müssen sichtbar sein, beide machen ja ein bisschen dicht. Beide wissen natürlich, jetzt, wie wichtig der Griff ist. Dementsprechend schwer ist es für den Referee, hier eine neutrale Position zu finden. Wow, die Preload ist riesig, die Handgelenke müssen gerade sein. Fährmann jetzt deutlich konzentrierter als noch in der ersten Runde. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. René möchte natürlich den Strap, ist natürlich unabsichtlich rausgerutscht. Fährmann hätte es gerne ohne Strap gehabt. Jetzt sehen wir ein erneutes Strap-Match. Schauen wir mal, ob es wieder genauso ausgeht wie letztes Mal. Fährmann hat es also nicht geschafft, ihn festzuhalten. Vielleicht wollte er es doch aber auch gar nicht. Es geht wieder in die Strap. Geht es genauso aus wie vorher oder nicht? Kann Fährmann doch überzeugen mit seiner langen Erfahrung und dem Training von seinem Vater? Oder schafft René es wieder, ihn zu pinnen? Interessant auch jetzt, dass René die deutlich bessere Strap-Seite hat. Erfahrenere Armwrestler wissen das, dass derjenige, der den Strap-Verschluss auf seiner Hand hat, hat immer einen kleinen Nachteil. Das heißt, Fährmann hat jetzt diesen Nachteil noch zusätzlich. Müssen wir jetzt mal aufpassen, ob René jetzt von diesen ganzen Vorteilen profitieren kann. Dafür kann Fährmann allerdings auch entscheiden, wie fest die Strap sein soll. Das heißt, er kann wieder ein bisschen für sich justieren, für seinen Grip. Es kommt tatsächlich auch auf die Liga an, das ist nicht immer so. Es gibt Ligen, wo man es so macht. Bei der WAF zum Beispiel ist es so, dass der Referee das selber entscheidet. Bei der WAL, die Regeln, die ihr jetzt habt, ist es so, dass der Athlet es entscheiden kann. Beide Athleten sehr nervös. Fährmann will natürlich den schnellen Start, riskiert auch hier einen Fehlstart, um den Start zu gewinnen. Ist nicht so schlimm, beide Athleten haben 3 Fouls. Wir haben den Setgrip, die Athleten dürfen ihre Hände nicht bewegen, keine Spielereien. Sie müssen fair bleiben. Es gibt hier ohne Verwarnung direkte Fouls. Und auch wird auch nochmal hingewiesen. Fährmann greift stark an. Will in den Hook. Aber René hält ihn und pinnt. Wow!
starke Runde. Einmal Riesenapplaus für diese dritte Runde. 2:1. Zwischenstand mittlerweile 2:1 für René. Fährmann muss jetzt nochmal einen Sieg holen, sonst ist das Match gelaufen. René natürlich clever, hat gemerkt, dass er im Strap deutliche Vorteile hat. Wird das auch weiter ausnutzen. Fährmann muss versuchen, ohne Strap einen Sieg zu erholen, egal wie. Ob er es mit Übergreifen macht, ob er es auf eine andere Weise probiert, vielleicht Flop Wrist Press. Schneller Top-Roll, völlig egal, aber er muss auf jeden Fall auf dem Strap draußen bleiben. Es geht in den Matchpoint. Pause ist gleich vorbei. Wir kommen in die vierte Runde des Best of Five. 2:1 für René. Kann Fährmann sich nochmal fangen? Oder holt René das Ding nach Hause? Sein Verein Over the Top aus Hanau. René mit seiner 2:1 Führung kann das Bier natürlich, das er gewinnen kann, schon schmecken. Jetzt muss er es bloß noch nach Hause bringen. 20 Sekunden. Es gibt nochmal die beste Beratung von den Corner-Beratern. Josia hier bei Fährmann. Pause vorbei, wir bitten die Athleten an die Tische. Athletes to the table. Hier nochmal ein bisschen Sportsmanship. Die letzte Chance jetzt für Fährmann noch. Schafft das nochmal ähnlich wie in der ersten Runde, René zu überraschen? Oder schafft es René mit seiner Technik wieder in den Strap zu kommen, das Match wieder zu dominieren? Fährmann stellt sich auch deutlich enger jetzt hin. Er will wahrscheinlich schnell zum Pad. René schön entspannt im Griff. Wir müssen ins Center kommen. Go! Ja. Ein Slip. Fährmann hat natürlich jetzt hier eigentlich gedacht, dass er das Match schon gewonnen hat. Hat gedacht, René war schon nahe beim Pad. Die Referees sehen das Ganze ein bisschen anders. Deswegen gibt es wieder ein Strap-Match. Jetzt natürlich wieder die Voraussetzung, dass Fährmann jetzt den Vorteil im Strap hat. Natürlich René generell Vorteile im Strap, einfach durch die Kraft. Fährmann aber jetzt die bessere Strap-Seite. Wir werden gleich rausfinden, ob er darauf jetzt profitieren kann oder nicht. Er muss auf jeden Fall gewinnen. Fährmann muss diese Runde gewinnen. Es geht immer noch um den Matchpoint. 2:1 für René. Fährmann muss diese Runde jetzt gewinnen, um nicht das ganze Match zu verlieren. Und René will das Ding nach Hause holen und sich sein Kasten anverleihen. Paul für René, er hat gekappt, bevor es losging. René hat natürlich gemerkt, dass er sein Handgelenk braucht, um Fährmann zu schlagen. Deswegen auch dementsprechend versucht er hier im Start gleich den Vorteil zu kriegen. Fährmann schön runter in die Press. Schafft das nach Hause zu bringen jetzt. Enges Match hier. Tief im Hook. Beide. Die Schulter muss von der Hand entfernt bleiben. Beide tief im Hook. Wow. Da ist eine Menge Kraft drin und es wird knapp. René holt sich langsam den Vorteil. Kann Fährmann es noch halten? Wow, so viel Druck, so viel Power. Unglaubliches Own. Schön, die Athleten zeigen sich Sportsmanship und René aus Hanau, von Over the Top, holt sich hier den verdienten Sieg. Einmal großen Applaus für René!
Im Armwrestling sagt man immer so schön, entweder man gewinnt oder man lernt. René hat gewonnen, Fährmann hat wieder was gelernt. Am Ende sind dann beide Gewinner. Ja, und auch für den starken Start und das starke Match nochmal Riesenapplaus für Fährmann aus Freiburg.